Hier vorne standen ja diese Hubschrauber, die drei Maschinen des Bundesgrenzschutzes. Und es kam dann zu einem erheblichen Feuergefecht, wie gesagt. Der Minister und ich, wir saßen da oben im Kommandeursraum. Und ich habe dann dem Minister gesagt, Herr Minister, ich bitte Sie da sofort volle Deckung zu nehmen. Und wir haben es dann unter den Schreibtisch gelegt, weil es überall kamen Einschläge aus den terroristischen Waffen. Unter anderem fielen also so ein paar Glasscherben runter von einem Schrank dort und so weiter. Nicht? Also das Sie, Ganze. Hatten auch, Sie hatten persönlich auch Angst um Ihre Sicherheit, als Sie da waren? Naja, natürlich. Ich habe vor allen Dingen Angst, dass den Minister erwischen würde da oben. Da, nicht? Und das konnte ja wohl nicht, das durfte ja wohl nicht passieren. Nicht? Und ich habe dann kam es also plötzlich zu einer Feuerpause nach einem Feuergefecht, das ungefähr so 10 Minuten gedauert hat. Und in dieser Feuerpause passierte gar nichts. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin dann aus dem Raum raus und bin die Treppe runtergegangen. Unten lag eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei. Und ich habe dann den Hundertschaftsführer gefragt. Ich sage, sagen Sie mal, wollen Sie jetzt nicht endlich mal was tun? Oder ihr müsst doch eingreifen jetzt. Ihr müsst doch irgendwas tun. Holt doch die Überlebenden aus dem Hubschrauber. Nicht? Daraufhin sagte der mir eine klassisch deutsche Antwort, ich habe keinen Befehl. Die Terroristen sind vor allen Dingen dadurch umgekommen, dass eine Handgranate explodiert ist in dem Hubschrauber. Es waren wahrscheinlich nicht nur eine Handgranate, sondern es waren mehrere Handgranaten, die geworfen wurden in die Hubschrauber rein und die dann den Hubschrauber in Brand setzten. Und die Überlebenden wurden teilweise durch die Handgranatensplitter und durch die Terroristen selbst getötet. Nicht? Es soll einer von den Israelis mindestens umgekommen sein durch Verletzungen der Lunge, durch Rauch. Ja, ja. Das heißt, man hat auch gar nicht richtig reagiert, obwohl man hätte reagieren können und retten können. Eben. Man hätte sofort einige Sturmtrupps einsetzen können, die an die Hubschrauber angegangen wären und dort die Überlebenden hätten rausholen müssen. Nicht? Wir haben das ja später mal nachgespielt mit der GSG 9. Nicht? Und das war für mich eine unmögliche taktische Situation. Nicht? Hans-Dietrich Genscher mit Ihnen unter dem Schreibtisch, sehr schnell mit Ihnen einig, dass man eine Antiterroreinheit gründen muss. Das ist innerhalb ja fast schon weniger Tage geschehen, die Gründung der GSG 9. Ja, das ist richtig. Und, wie gesagt, der Minister war selber traumatisiert und ich war auch natürlich derart mitgenommen durch dieses Unvermögen und diese unmögliche Vorgehensweise der Polizei hier, dass ich dem Minister auf dem Rückweg nach München schon gesagt habe im Auto, ich sage, das darf uns nicht nochmal passieren. Nicht? Wir müssen etwas tun und wir müssen, und er war ja leichenblass und war sehr, sehr mitgenommen. Und da kam es ja dann zu dieser unmöglichen Pressekonferenz, Sie erinnern sich. Im ersten Teil hat man dann erklärt, alle Geiseln sind gerettet und was sich nachher als Falschmeldung erwies. Und im zweiten Teil wurde dann alles zugegeben. Der bayerische Innenminister hat ja dann erklärt, dass es zu diesem Fiasko gekommen war. Und ich habe dann dem Minister gesagt, wir müssen uns dazu entschließen, jetzt eine neue Einheit aufzubauen. Nicht? Und er sagte, ja, vielleicht beim Bundeskriminalamt nicht. Ich habe gesagt, auf keinen Fall beim Bundeskriminalamt. Nicht? Sondern wir wollen eine Truppe haben, die man unter jeder Legende einsetzen konnte. Mhm.